steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herzlich willkommen zu unserem Videogottesdienst am zweiten Sonntag nach Trinitatis. Heute feiern wir in Kanada Vatertag und gratulieren allen Vätern und wünschen ihnen Gottes Segen. Super, Papa! Mein Papa ist ein Supermann, der einfach alles richten kann. Er weiß ganz viel, ist echt gescheit zum Spielen, mit mir gern bereit. Ist groß und stark, fast wie ein Bär, trägt auf den Schultern mich umher. Er wirft mich hoch und fängt mich auf und ich verlasse mich darauf. Weil Papa eben alles kann, denn schließlich ist er Supermann. Lieber Papa, zu deinem Ehrentag sollst du wissen, wie sehr es dich mag. Du, mein bester Papa, den es gibt, wirst du mir ganz doll geliebt. A dad is a person who's loving and kind, and often he knows what you have on your mind. He's someone who listens, suggests, and defends. A dad can be one of your very best friends. He's proud of your triumphs, but when things go wrong, a dad can be patient and helpful and strong. In all that you do, a dad's love plays a part, and there's always a place for him deep in your heart. And each year that passes, you're even more glad and grateful and proud just to call him your dad. Thank you, Dad, for listening and caring, for giving and sharing, and especially for just being you. Happy Father's Day. Heute werden wir während der Predigt Bibelworte hören und Bilder sehen. Wir danken Helena, Stella und Linus für die Gedichte zum Vatertag. Wir danken Matthias Schmidt-McQuillan aus Guelph, der heute unsere Lieder begleitet. Wir danken unserem ehemaligen Mitglied Martin Neuland für das Trompetensolo. Und wir danken Birgit Hoffschulz aus Oregon, die die heutigen Lesungen liest. Vor einigen Jahren hat sie die Lesungen bei uns in der Georgskirche gelesen. Wir vermissen Sie alle hier in der Kirche und bitten Gott um seinen Segen für den heutigen Gottesdienst und für Sie alle. Lasst uns beten. Treuer Gott, du bürgst uns in deiner Liebe und leitest uns an deiner Hand. Gib, dass wir uns zu dir halten, in Ehrfurcht und Vertrauen. Und deinen heiligen Namen preisen. Erfrische auch uns durch den Strom deiner Kraft und deiner Liebe, die von dir ausgehen alle Zeit. Sei mit uns durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Thank you.
Die erste Lesung ist aus Psalm 36. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von dem reichen Güter deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen. Das Evangelium steht bei Matthäus im 11. Kapitel. Jesu, Lobpreis und Heilandruf. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dich den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohl gefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in Kanada ist heute Vatertag und wir denken an alle Väter und danken ihnen für alles, was sie für ihre Kinder und für ihre Familien tun. Wir wollen auch nicht vergessen, dass Gott wie ein Vater und wie eine Mutter für uns ist. Vor einiger Zeit fand ich im Internet einen Liebesbrief Gottes. Es ist eine Zusammenfassung vieler Bibelworte, die über das Verhältnis Gottes zu uns Menschen sprechen. Heute werden wir diese Worte hören und Bilder aus verschiedenen Teilen unserer Welt sehen, die auf ihre eigene Weise über Gottes großartige Schöpfung sprechen. Wir wollen uns Zeit nehmen und über die Worte Gottes nachdenken. Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Du warst kein Zufall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Menschen, die mich nicht kannten, haben mich in falscher Weise repräsentiert. Ich bin nicht weit weg von dir oder zornig auf dich. Ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an,
als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille alle deine Bedürfnisse und Sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. Habe deine Freude an mir. Ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause, damit wir ein fröhliches Fest feiern können. Ich war schon immer dein Vater und werde immer ein Vater für dich sein. Ich warte auf dich. Alles Liebe, dein himmlischer Vater, der allmächtige Gott. Der Friede Gottes, der weiterreicht, als wir Menschen denken können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Gott, unser himmlischer Vater, du bist die Quelle der Hoffnung für unser Leben. Und wir danken, dass du uns immer wieder Mut machst. Wir bitten dich, lass in Gottesdienst und Gebet Menschen zu dir finden, dass Herzen geheilt, Tränen getrocknet und Hände zum Dienst gestärkt werden. Schenke uns, dass wir uns bald wieder in unseren Kirchen versammeln können. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich, lass dein lebensschaffendes Wort hörbar werden, überall, wo Zwietracht, Misstrauen und Neid dem Miteinander von Menschen schaden. Ermutige Menschen, den Weg des Vertrauens und der Versöhnung zu gehen. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Vor dir denken wir an alle Väter und danken dir für alles, was sie für ihre Kinder und Familien tun. Segne und behüte sie und gib ihnen Geduld und Weisheit für die Erziehung ihrer Kinder und Liebe in ihrer Familie. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir denken an alle kranken Menschen in dieser Corona-Zeit, an alle, die Schmerzen haben, und auch an die, die für sie sorgen. Besonders beten wir für Doris H., Matthias Vater, Margret M., Helga D., Richard N., Trudi W. und Lutz U. Wir beten für alle Sterbenden, für alle Trauernden und für die Menschen, die die Hoffnung aufgegeben haben. Sei du ihnen nahe und hilf ihnen weiter. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich um Frieden in der Welt, um Frieden zwischen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe, Orientierung oder Tradition. Lass uns aufeinander zugehen und immer besser verstehen, dass wir alle deine Kinder sind. Schenke den Regierungen Weisheit und Gerechtigkeit, sich für alle einzusetzen. Segne uns alle mit Ausdauer und langem Atem, dass wir in deiner Liebe bleiben und deinen Weg weitergehen können. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Danke, Gott, dass du mit uns gehst. Danke, dass du uns immer neu ins Leben rufst. Danke, dass du uns hörst. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.